wenn ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten dürfte. Es geht los mit der Vorspeise. Katrin Lustig ist gelernte Köchin. Auf Mallorca wagt die 33-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit. Ihre Geschäftsidee? Private Cooking, kochen zu Hause bei ihren Gästen und nicht im unpersönlichen Umfeld eines Restaurants. Eigentlich war schon nach wenigen Wochen, auch für meine Familie und Freunde, klar, dass ich auf die Insel gehöre. Also weil sie einfach schon gemerkt haben, dass meine Lebensenergie gestiegen ist, das ist natürlich schon enorm wichtig. Katrin lebt in Santa Maria del Cami. Ein kleines Städtchen im Innern der Insel, das sich trotz Tourismus seine Ursprünglichkeit bewahren konnte. Hier ist sie angekommen und Teil der mallorquinischen Gemeinde geworden. In ihrer Küche bereitet sie die Köstlichkeiten vor, die sie abends ihren Gästen präsentiert. Kochen ist für die gebürtige Schwäbin eine Kombination aus handwerklichem Geschick, Leidenschaft und viel Kreativität. Schon in der Küche meiner Großmutter habe ich stundenlang verbracht, wie sie Himbeermarmelade kocht oder Holzofenbrot backt. Und noch heute habe ich eigentlich den Duft von ihrem frisch gebackenen Brot in der Nase. Nach der Schule in Biberach entscheidet sich Katrin für eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Doch schnell wird ihr klar, wie sehr ihr das Kochen fehlt. Ich dachte anfangs, ich behalte es als mein Hobby, aber es hat einfach nicht ausgereicht. Ich wusste, ich habe da auch mehr Talent und habe dann tatsächlich mit 25 alles aufgegeben, habe mein Auto verkauft, meine Wohnung aufgegeben und bin dann in Schwarzwald gezogen. Hier im Luxushotel Traube Tonbach macht Katrin eine 3-jährige Ausbildung zur Köchin. Das Haus gilt als Kaderschmiede für den Sternenachwuchs. Eine harte Schule. Wäre ich jünger gewesen, hätte ich es nicht durchstehen können. Also, weil ich an sich so von der Art her eher ein bisschen sensibel bin. Und in der Küche geht's schon hart zur Sache. Und mit 25, glaube ich, war ich einfach schon ein bisschen stärker auch und hatte vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und konnte mich da gut durchboxen. Die abgeschlossene Ausbildung ist das Sprungbrett für Mallorca. Ihr Küchenchef empfiehlt sie an ein befreundetes Restaurant auf der Insel. Vom Schwarzwald mitten ins kulinarische Leben von Santa Maria del Cami. Ich kannte die Insel vorher gar nicht und bin dann da in die Saison gerutscht, so mittendrin, und habe mich eigentlich direkt in die Insel verliebt. Also dieses mediterrane Flair, die Sonne, das Licht, das Klima. Pero solo un pequeño trocito. Vale. Gracias. Die Insel ist natürlich für jeden Koch ein Paradies hier. Das fängt mit den Wochenmärkten an, und für mich ist es da wirklich eine Riesenfreude, einkaufen zu dürfen. Und ich glaube, der Kunde schmeckt die Frische der Produkte. 3 Jahre lang kocht Katrin in 2 verschiedenen Restaurants. Zunächst in Santa Maria und später in Deja. Sie arbeitet viel und findet doch Zeit, das Leben auf der Insel zu genießen. Trotzdem vermisst sie etwas Entscheidendes. Das Arbeiten in der Küche an sich bereitet mir natürlich wahnsinnig viel Spaß, man kann kreativ sein, und das Arbeiten im Team ist natürlich auch ganz schön. Nur gibt es einfach einen Haken, und der war für mich wirklich sehr gravierend, dass dieser Kontakt zu den Gästen mir fehlt. Oh, hallo, schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass alles geklappt hat. Freue mich auch. Schön, komm rein. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit schafft Katrin den Sprung raus aus der anonymen Großküche direkt zum Kunden. Ja, kenne ich mich. Darf ich es da abstellen? Ich war einfach von Anfang an davon überzeugt, dass dieses Private Cooking hier auf Mallorca ganz gut funktioniert, weil es unglaublich viele Fincas gibt zu vermieten. Und ich glaube, den Gästen ist dann einfach noch so ein Dorn im Auge, dass sie dann einfach auch gerne diesen Luxus genießen möchten, sich nicht ums Frühstück und nicht ums Abendessen zu kümmern. Ich bin bei einer Kundin, die hat mich schon mehrmals gebucht. Wir haben heute Abend 5 Gäste. Und es wird, finde ich, ein ganz interessantes Menü werden, weil es wird so eine Mischung aus schwäbischer und mallorquinischer Küche sein. In der Mitte haben wir eine Sülze vom gepökelten iberischen Schweinebäckchen mit Gemüse, Wurzelgemüse. Und rechts haben wir die mallorquinische Variante. Einmal geröstetes Brot mit Sobrasada und Honig und Thymian. Der Unterschied natürlich zu einem Restaurant ist, dass ich
direkt die meine Gerichte oder Gänge servieren darf. Und auch beim Abräumen bekomme ich natürlich dann direktes Feedback. Und man darf dann erklären, wie was zubereitet wurde. Oder man kann von dem Produkt erzählen und woher es stammt. Und das ist natürlich, dieses direkt am Gast sein ist natürlich das Fabelhafte für einen Koch. Also ich glaube, das gibt nichts Schöneres. Zwischen 70 und 90 Euro pro Person kostet ein Abend wie dieser. Je nach den individuellen Wünschen der Kunden. Das Besondere daran ist, dass man in einer völlig entspannten Atmosphäre zu Hause kochen kann. Da entfällt dieses Formelle, was ein Restaurant hat. Die Qualität ist genau die gleiche. Man kann mit der Köchin absprechen, was man gerne möchte. Es funktioniert wunderbar. Natürlich hat man am Anfang Bedenken, ob das läuft, ob man Erfolg hat mit dem, was man macht und zweifelt vielleicht auch daran, ob man den richtigen Weg gewählt hat. Aber an solchen Abenden wie diesen jetzt hier in Deja, da spüre ich einfach auch durch dieses sehr positive Feedback von den Gästen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich genau das was mache, was ich liebe, und das ist Kochen. Für Bernhard Michels ist Mallorca die Erfüllung seines Lebenstraums. Zusammen mit seiner Frau Manuela wandert der Installateur vor 5 Jahren auf die Urlaubsinsel aus. Mein Ziel war, hier leben und arbeiten zu können. Egal, was ich dafür machen muss. Wenn ich hätte müssen, sag ich mal, einen Tag 25 Stunden hätte, hätte ich auch 25 Stunden dafür geschafft. Ich hätte mich dafür krumm gelegt. Bernhard und Manuela haben sich in der Nähe von Montuiri ihr kleines Paradies geschaffen. Wie bei vielen beginnt alles mit einem Urlaub. Die beiden wollen auf Mallorca dem Weihnachtstrubel entfliehen. Wir kamen damals an, Deutschland war 0 Grad, ne? Ja. Sind weggeflohen auf dem Hahn. Genau. Nee, Saarbrücken damals. Saarbrücken. Und da waren 0 Grad. Wir sind hier angekommen, da waren hier 20 Grad. Wir haben gemeint, wir kämen in eine andere Welt hier. Das war unvorstellbar. Dann haben wir gesagt, naja, hier leben und schaffen, das wäre natürlich was. Ne? Das hätte was. Wenn wir den Rest von der Insel gesehen haben, da hat es eigentlich, sag ich mal, richtig gefunkt. Zurück in Deutschland buchen die beiden sofort den nächsten Urlaub und fangen an zu recherchieren. In der Inselzeitung stößt Bernhard schließlich auf eine Annonce. Ein deutscher Installateur sucht Verstärkung, weil die Baubranche boomt. Der hat mir damals versprochen, meine Zeit lang Zusammenarbeit machen wir 50-50 hier. Ne? Du kriegst 50% von meiner Gesellschaft und fertig aus die Maus. Da sind wir Partner. Der eine kann Urlaub machen, der andere kann Urlaub machen. Ne? Hat sich für mich angehört, sag ich mal, wie so ein Korb Bonbons. Das Angebot ist zu schön, um wahr zu sein. Einmal vor Ort ist von den Versprechungen nichts mehr wahr. Die Aufträge bleiben aus. Genauso wie das zugesagte Gehalt. Nach nur 7 Monaten ist so das komplette Ersparte weg. Ich habe mich auf den Grillplatz gesetzt und habe geheult, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und dann haben wir eine Entscheidung gefällt. Die Entscheidung, die wir gefällt haben damals, war die, dass wir einfach gesagt haben, wir kneifen jetzt, sag ich mal, unsere Hinterbacken zusammen, weil so leicht schafft keiner, uns hier von der Insel runterzukriegen. Und wir haben wirklich alles verkauft, was wir verkaufen konnten, ne? Weil uns lieb und teuer war, um hier bleiben zu können. Die Rettung kommt in Gestalt eines Kunden, der die berufliche Misere von Bernhard erkennt. Da hat derjenige sozusagen zu mir gesagt, ich kann sowieso nicht verstehen. Ich habe festgestellt, der hat gar keine Ahnung, dass du mit so einem zusammenarbeitest. So Leute wie du werden hier auf Mallorca gebraucht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kenne ja niemanden hier, außer die paar Leute, mit denen ich jetzt gearbeitet habe. Da hat er gesagt, das wird sich schon finden. Und er hat mich an einen Freund weiterempfohlen. Und da fing das so ein bisschen an zu laufen. Auch Manu baut sich in den folgenden Jahren im Finca-Service ein eigenes Standbein auf. Die beiden haben es endlich geschafft. Sie sind auf Mallorca voll und ganz angekommen. Also wir haben einen Freundeskreis, ist eigentlich, sag ich mal, tatsächlich Multikulti. Die meisten sind Mallorquiner.
Auf die können wir uns am besten verlassen. Da spielt es keine Rolle, ob die jetzt ein dickes, großes Auto fahren oder da zählt einfach, die inneren Werte zählen da. Und wenn man dann mallorquinische Freunde hat, die hat man, würde ich sagen, echt fürs Leben. Ne? Die hat man fürs Leben. Ja. So schön die gemeinsamen Abende im Kreise der Freunde sind, so gehören sie im Alltag doch eher der Seltenheit an. Genau wie in Deutschland besteht das Leben auf Mallorca zu einem Großteil aus Arbeit. Ich kann heute auf ein Blatt Papier draufschreiben, das ist mein Programm für nächste Woche. Morgens um 7 Uhr wird es garantiert schon wieder geändert. Ich habe auch irgendwann aufgehört, deswegen einen Terminplaner zu führen. Weil du einfach, wenn du hier Kunden hast, die du auch lange kennst, für die du da sein willst, kannst du ja nicht zu dem sagen, wenn der irgendwo in der Klemme hängt, pass mal auf, ich habe jetzt das auf dem Plan, das, ich komme jetzt übermorgen. Das macht man nicht. Da versucht man den noch irgendwo reinzuquetschen. Da wird der Tag halt eben manchmal auch ein bisschen länger. Ist halt einfach so. Um auf Mallorca leben zu können, nimmt Bernhard den stressigen Job gerne in Kauf. Durch einen angeborenen Herzfehler geriet 2014 sein Lebenstraum erneut ins Wanken. Vor 2 Jahren hatte ich einen Herzinfarkt. Und das hat mich insofern verändert, dass ich heute halt eben, sag ich mal, irgendwo vielleicht mal anhalte, mein Brot esse und die Aussicht genieße. Habe ich vorher nie gemacht. Viele erwarten, dass Bernhard nach dem Schicksalsschlag zurück nach Deutschland geht. Nicht zuletzt wegen der medizinischen Versorgung. Bernhard bleibt und ist überwältigt von der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, die ihm in seiner Wahlheimat entgegenschlägt. Da habe ich gesagt, naja, wenn das hier normal ist, ne, will ich nie mit meinem Leben nach Deutschland in ein Krankenhaus oder sonst irgendwo hin. Ich habe gesagt, da will ich lieber hier leben. Ne. Aber das macht das Leben halt einfach auf Mallorca aus. Nicht dieses oberflächliche Gucken, sondern auch dieses nach innen, dieses tiefe Reinschauen, also dich mit den Menschen auseinandersetzen, auch mit dem, ja, mit den Problemen auseinandersetzen. Und dann, wenn du dich damit auseinandersetzt und dich dann wohlfühlst, dann weißt du, du bist angekommen. Chris Pink ist Künstlerin. Ihr Aufenthalt auf Mallorca sollte ursprünglich nur eine kurze Stippvisite werden. Seit über 30 Jahren lebt und arbeitet sie nun auf der Insel. Die Tatsache ist, dass viele Leute hierher gekommen sind und wieder weg wollten und einfach nicht mehr weg konnten. Sind immer wieder zurückgekommen. Das ist nicht nur mir passiert, sondern vielen anderen. Die Insel hat was ganz Besonderes, dass man immer wieder zurückkommt. Aufgewachsen in Koblenz zieht es Chris früh in den Süden. Nach einem Kunststipendium in Alicante geht sie 1983 nach Barcelona. Hier lernt sie 4 mallorquinische Künstler kennen. Wir waren so eine Malerklique und wir haben uns oft getroffen, haben zusammengearbeitet, haben das gleiche Modell gehabt. Und die haben dann irgendwann mal entschieden, wir gehen zurück nach Mallorca und wenn du Lust hast, kommst du mit. Natürlich haben sie mir erzählt, es ist natürlich ein ganz anderes Leben, aber es hat auch sehr viel Authentizität und das hat mich auch gereizt. Und damals dachte ich eigentlich nur, es ist nur für mal kurz, vielleicht einen Monat und dann gleich schnell wieder zurück nach Barcelona, weil ich eigentlich mehr ein urbaner Mensch bin. Einmal auf der Insel erkennt Chris jedoch schnell die Vorzüge des hiesigen Lebens. Es ist zum Arbeiten ideal, weil man eine ganz große Konzentration hat. Vielleicht eben, weil es eine Insel ist, weil es abgeschottet ist von anderen Dingen. Und auf der anderen Seite natürlich, Mallorca hat die gute Infrastruktur, dass man also schnell von hier aus in 2 Stunden überall in Europa sein kann. Chris hat auf der Insel mit ihrer Arbeit schnell Erfolg. Bereits nach 2 Jahren wird sie als Künstlerin mit dem Saló de Tador-Preis ausgezeichnet. Es war ein sehr wichtiger Preis hier in Mallorca und über diesen Preis bin ich an eine Galerie gekommen. Die haben mich gefragt, ob ich bei ihnen mit als Künstler aufgenommen werden möchte. Und so hat sich das ergeben, dass ich dann doch so langsam hier Fuß gefasst habe. 2006 lernt Chris während eines Urlaubs in Griechenland den Italiener Danilo kennen und lieben. Gemeinsam kehren die beiden nach Mallorca zurück. Das Glück ist allerdings nur von kurzer Dauer. Dann ist die Wirtschaft zusammengebrochen, dann kam die große Krise und es ging wirklich nur noch um das ganz Notwendigste. Und daraufhin, ich meine, klar, die Kunst ist immer an letzter Stelle, die gekauft wird. Ne?
Und so sind dann natürlich auch die Kunden ausgeblieben. Ihrer Existenzgrundlage beraubt, beschließen Chris und Danilo 2012 kurzerhand Spanien zu verlassen und nach Hamburg zu gehen. Ich bin aufgebrochen, ich habe mein Studio zugemacht. Mit meinem Mann sind wir hochgefahren, wir haben das Allernotwendigste mitgenommen. Und dann haben wir aber dann doch in Hamburg entschieden, nein, es geht nicht. Wir sind zu mediterran, wir können hier nicht mehr leben. Nach nicht mal einem Monat kehren die beiden nach Mallorca zurück. Um sich ein krisensicheres Standbein zu schaffen, gibt die 60-Jährige kunsttherapeutische Kurse in der Haftanstalt in Palma. Das Thema: textiles Experimentieren. Die Arbeit besteht darin, dass die Frauen Kleidung umarbeiten. Das sind Kleider, die nicht mehr gebraucht werden, die einfach weggeworfen werden sollten. Und diese Kleider nehmen sie auf und bearbeiten sie und geben den Kleidern ein neues Leben. Ja? Und das ist im Grunde genommen ist es eine ganz schöne Metapher, weil es ist genau das, was ich mit den Frauen auch möchte. Dass das, was vorher war, es soll abgelegt werden, es soll zurückgelassen werden und es soll was Neues geschaffen werden. Im Zentrum sagt man auch, ja, das ist der Nähkurs. Aber es hat natürlich nichts mit Nähen zu tun, sondern es hat mit Kreieren zu tun. Und in dem Moment, wenn du kreativ arbeiten kannst, hast du die Möglichkeit, ganz neue Dinge bei dir zu entdecken. Und dann öffnen sich die Frauen und sind ganz glücklich, dass sie sehen, dass sie was machen können. Denn sie haben ja kein Selbstvertrauen mehr. Seit 1986 lebt Chris auf Mallorca. Ihren spanischen Freunden ist oft gar nicht mehr bewusst, dass sie eigentlich Deutsche ist. Auch als Künstlerin ist sie voll integriert und offizielle Repräsentantin der Baleareninsel. Ich wusste das gar nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich eine Kulturträgerin bin. Bis ich zu einer Ausstellung eingeladen wurde. Und zwar hieß es, wir machen eine Ausstellung in Argentinien und Uruguay mit mallorquinischen Künstlern. Für Chris ist Mallorca mehr als nur ein attraktiver Ort zum Leben. Vor allem das Meer und das besondere Licht inspirieren sie täglich in ihrem künstlerischen Schaffen. Ich weiß noch, dass ich ein kleines Bild gemacht habe und eine Freundin von mir aus Deutschland, die sah dieses Bild und dann hat sie gleich gesagt, das ist Mallorca. Und das hatte gar nichts Besonderes gehabt, sondern es war ganz klipp und klar die Stimmung, die eingefangen war. Und so ist es auch. Mallorca hat eine ganz bestimmte, eine ganz besondere Stimmung. Und die ist magisch. Wigbert Bayer ist rheinische Frohnatur und Multijobber. Ein echter Tausendsasser. Er arbeitet als Yachttechniker und Segellehrer. Außerdem bildet er in seinem Ultraleichtflieger Piloten aus. Seit mehr als einem Jahrzehnt lebt der 63-Jährige da, wo andere nur Urlaub machen. Es wird nicht umsonst ab und zu schon mal gesagt, es ist die schönste Insel der Welt. Ich habe hier einfach ein tolles Ambiente. Wenn man morgens früh aufwacht und guckt raus und die Sonne scheint, hat man irgendwo ein anderes Gefühl drauf, als wenn der Regen aufs Dach plätschert und es ist kalt und ist irgendwo so usselig, wie der Rheinländer sagt, und ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Was ich gerne mache, ist Geld für gutes Essen ausgeben, Geld für meine Fliegerei. Wo ich ungern Geld für ausgebe, ist am Meer zu wohnen und teure Mieten zu bezahlen. Auch wenn viele Leute sagen, in einem Karawan könnte ich nicht leben, in meinem Karawan kann ich leben. Er ist trocken, der ist nicht feucht. Fußbodenheizung passt. Nur wenige Meter vom Flughafen Palma de Mallorca steht Wigberts Wohnwagen. Mit ihm kommt er vor über 11 Jahren auf die Insel, nachdem er als Yachttechniker in Deutschland seinen Hauptkunden verlor. So ist Wigbert gezwungen, sich nach etwas Neuem umzusehen. Man kennt ja dann auch aufgrund der Bootsmessen die spanischen Dealer. Und dem habe ich eigentlich immer mal gesagt, wenn er mal einen Job frei hätte, sollte er mich doch mal gerne anrufen. Manchmal passiert das so im Leben, das war ein glücklicher Zufall. Er hat angerufen und ja, habe meinen Karawan an meinen Transit gehangen und bin dann hier nach Spanien. War nicht leicht der Schritt,
aber ich habe ihn bis heute nicht bereut. Man bleibt da irgendwo flexibel bei und wenn man flexibel im Kopf bleibt, bin ich nach wie vor, wird man auch nicht ganz so schnell alt. Das kann sich der 63-Jährige auch nicht leisten. Yachtservice ist ein Knochenjob, gerade im Sommer, wenn die Temperaturen unter Deck schnell über 40 Grad steigen. Doch Wigbert liebt seine Arbeit und die Abwechslung, die sie mit sich bringt. Ich mache hier im Yachtservice-Bereich eigentlich so gut wie alles. Das heißt, wenn die Schiffe, vor allem von den Charterfirmen, im Winter aus dem Wasser kommen, dann wird der Antifouling erneuert, dann werden die Rümpfe poliert, dann werden die Getriebeeinheiten geprüft, Ölwechsel gemacht, Simmerringe erneuert, Motorservice wird gemacht, Rig wird überprüft, innen drin wird alles überprüft, was an elektronischen und elektrischen Verbindungen da sind. Und auch der allgemeine Zustand der Schiffe, dass die Schiffe im Frühjahr eigentlich wieder tiptop aussehen und für den Kunden dann wieder freigegeben werden. Im Verkauf liegt wahrscheinlich mehr die Sahne drin, da muss man nur eine Unterschrift machen, hat man viel mehr Geld verdient. Aber mich persönlich fühlt so eine Arbeit nicht aus. Also ich muss mit meinen beiden Händen arbeiten und ein Ergebnis sehen. Nicht nur auf dem Bankkonto. Lass uns ja mal das Segel setzen. Wir machen hier alle drei Stopper auf. Die Reflein auf. Genau. Wigbert segelt schon seit Kindheitstagen. Vor 2 Jahren kann er aus dem Hobby ein zweites Standbein machen. Ein befreundeter Yachtcharterer hat einen personellen Engpass in seiner Segelschule und bittet um Hilfe. Kannst du nicht mal aushilfsweise eventuell als Segellehrer oder als Ausbilder tätig werden? Ich habe gesagt, ja, probieren wir das mal. Und es klappt. Bei meinem Crews ist bis jetzt noch keiner durchgefallen. Ist immer eine Woche oder 2 Wochen, die wir unterwegs sind. Und dann anschließend die Prüfung, die vom DSV abgenommen wird. Und hat bis jetzt immer funktioniert. Also bin ich am richtigen Weg. In seiner Freizeit liebt es Wigbert, mit seinem Motorrad die Insel zu erkunden. 184 PS geballte Power, die auf den klangvollen Namen Bee King hören. Ja, diese Motorrad liebe ich eigentlich den seidenweichen Motorlauf, die brachiale Leistung und dass die von vorne einfach extrem böse aussieht. Wenn dich da einer drauf erkennt, bei diesem Motorrad, das geht eigentlich nicht, das ist einfach asozial. Die Freizeitmöglichkeiten Mallorcas sind für Wigbert ein Grund für seine Liebe zur Insel. Ein zweiter, mehr Freiheit bei der Fliegerei. Also was wir hier in Spanien anders haben und auch hier auf der Insel sind die Betriebszeiten. Ich kann eigentlich hier hinkommen, wann ich möchte, hole den Flieger aus der Halle und setze mich da rein. Ich brauche mich nirgendwo anzumelden, ich brauche mich nirgendwo abzumelden, drehe dann meine Runde und gehe eigentlich mit einem super positiven Gefühl nach Hause. Das ist der Vorteil hier auf der Insel, dass da die Ultraleichtfliegerei noch ein bisschen lockerer gesehen wird. Aus der Vogelperspektive die Erde zu sehen und dann trotzdem ein Sicherheitsgefühl zu haben, das ist schon eine tolle Sache. Und das macht irgendwo den Reiz aus. Da kann ich eigentlich komplett bei abschalten. Privat und beruflich bietet Mallorca Wigbert alles, was er vom Leben erwartet. Zurück nach Deutschland zu gehen, kann er sich daher genauso wenig vorstellen, wie sich in absehbarer Zeit zur Ruhe zu setzen. Dass ich mich auf meinen alten Teil zurückziehe, sprich Ruhestand, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Darum also auch die Fliegerei und dass ich eben halt alle Sachen da nebenbei noch mache und das ist für mich ganz wichtig. Ich bleib da fit bei und nö. Also bis 70 muss es mindestens noch gehen oder sollte es gehen. Die Finca Can Caballera bei Santa Maria del Cami. Hier vermietet Markus Beug barrierefreie Ferienapartments. So, dann wollen wir erstmal hier mal Licht reinbringen in das Apartment. Seit 24 Jahren lebt der Hamburger auf Mallorca. Ich wollte schon ganz gerne in den Süden und habe ich mir dann das Lächeln Europas ausgesucht und das ist ja nur Spanien. Dann habe ich mich auf mein Motorrad geschwungen und bin hier runtergekommen mit einer Tasche. Auf Mallorca angekommen, macht sich der damals 30-Jährige als Einzelhändler im Bereich Textil selbstständig. Er eröffnet einen Laden in Pagera, im Südwesten der Insel. War eine schöne Zeit. Vor allen Dingen ging es so problemlos, weil die Leute sind im Urlaub
das Geld sitzt wahrscheinlich lockerer und ach, dann nehme ich das Teil doch mal mit. Ja, auch wenn es fürchterlich überteuert war, aber egal. Wenn es halt passt und gut aussieht und die Leute ein bisschen Farbe im Gesicht haben, dann sind sie halt im Kaufrausch. Das geht schnell. Das Geschäft läuft gut. Markus plant, einen zweiten, größeren Laden in Palma zu eröffnen. Die Renovierung ist fast abgeschlossen, als Markus und seine damalige Freundin einen schweren Autounfall erleiden. Zu schnell, Reif geplatzt. Alles schwer nachzuvollziehen. Auf jeden Fall sind wir aus einer Kurve rausgetragen, rechts reingefahren nach unten. Das ist, als wenn man also von Mike Tyson einen Faustschlag in den Bauch bekommt. So war das Gefühl. Der Schmerz steht eher an zweiter Stelle. Es ist einfach dieses überwältigende Gefühl, dass irgendwas ganz Heftiges passiert ist. Markus' Freundin stirbt noch am Unfallort. Er selbst kommt mit einer Querschnittlähmung in Höhe des 12. Brustwirbels ins Krankenhaus. Dann kommt deine mentale Phase, die du aber selber erstmal gar nicht so realisieren kannst und auch nicht visualisieren kannst, weil es ist einfach nicht greifbar. Da hat der Körper so eine Schutzfunktion, dass er einfach abschaltet und sich nur um die Heilung kümmert und dein Gehirn erstmal ausgeblendet ist. Das kommt dann erst später. Seine Eltern wollen ihn zurück nach Hamburg holen. Aber für Markus ist klar, er bleibt auf Mallorca. Der damals 34-Jährige verkauft sein Haus und baut neu. Eine Finca mit 3 rollstuhlgerechten Ferienapartments. Das war dann meine mentale Aufarbeitung des Unfalls. Habe ich angefangen, eben mein Haus zu konzipieren, habe mir einen ganz jungen Architekten geholt, der gerade mit dem Studium fertig war, und habe mit dem dieses Konzept quasi erarbeitet. Flop. Licht geht so weit. So, hier sind die Bäder. Die sind eben auch wirklich wunderbar rolligerecht. Groß, dass man sich gut bewegen kann. Kann man schön unter das Waschbecken fahren, also diese Höhen, das ist immer ganz wichtig. Und das Gleiche hier hinten im Schlafzimmer. Die Türen sind alle 95 breit. Hier haben wir die Betten, das Doppelbett, 2x2. Und da habe ich es halt so gemacht, da habe ich den einen Motor, das ist ein Pflegebettrahmen, den habe ich integriert in das eigene Bett, sodass man den gar nicht sieht. Neben der Vermietung seiner Ferienapartments betreut Markus auch den rollstuhlgerechten Umbau von anderen Wohnungen. Das Geheimnis für einen Rollstuhl ist Platz. Der Rollstuhlfahrer, würde ich sagen, braucht mindestens den doppelten Platz eines Fußgängers. Ich würde sagen, fast dreimal, um bequem irgendwo durchzukommen. Markus hadert nicht mit seinem Schicksal. Viel lieber ist er aktiv, auch in seiner Freizeit. Am liebsten geht der 54-Jährige zusammen mit seiner Freundin segeln. Jetzt im Winter stehen aber erstmal Wartungsarbeiten und Schönheitsreparaturen an. Dann wird der Ölfilter gewechselt, Ölwechsel, die Hölzer müssen gestrichen werden, der Rumpf poliert, teilweise Anoden gewechselt, was halt so anliegt, um es wieder fit zu machen für die nächste Saison. Ich habe das Boot auch umgebaut, sodass ich da 2,60 Meter mal 1,60 Meter Fläche habe, wo wir auch dann drauf schlafen oder halt den Tag verbringen, noch ein Sonnensegel oben drauf über dem Baum. Sehr angenehm. Katrin und Markus sind seit 3 Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in dem Restaurant, in dem Katrin damals als Köchin gearbeitet hat. In diesem Restaurant ist eine offene Küche, beziehungsweise ist ein Fenster zur Terrasse. Und ich glaube, da hast du mich entdeckt, oder? Da habe ich dich entdeckt. Ja. Und da hast du mich da abgegriffen. Quasi. So kann man sagen, ja. Ich war wirklich vom ersten Moment dann von ihm verzaubert, würde ich sagen. Weil er hat so eine tolle Ausstrahlung. Und diesen Rollstuhl hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Also von Anfang an nicht. Also es war, weil er auch so locker damit umgeht, war das für mich irgendwie auch von Anfang an kein Thema. Aber es ist gut. Ich mag ihre sehr, sehr impulsive Art. Und was sie macht oder Sachen, Dinge, die sie angeht, die geht sie auch mit voller Energie an. Und das passt an sich auch so in mein Lebenskonzept. Denn wenn ich was mache, dann mache ich es auch 100%. Oder ich lasse es sein. Und da ergänzen wir uns ganz gut. Das funktioniert wunderbar. Noch wohnen Katrin und Markus nicht zusammen. Aber das soll sich bald ändern. Für beide ist klar, Mallorca ist ihre Heimat.